Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr beim Redmi Note 13 Pro 5G die SIM-Karte einsetzen könnt. Und ja, lasst mich euch vorher noch sagen, es gibt tatsächlich zwei 13 Pro Varianten. Eine mit 5G, dann steht es ja auch explizit erwähnt auf dem Karton und auf dem Gerät. Und eine ohne 5G, also ihr hättet nur 4G, dann steht es hier halt nicht mit erwähnt. Dieses Video ist nur für die 5G-Variante. Bitte aufpassen. Okay, fangen wir mal an. Wir brauchen neben dem Telefon den sogenannten PIN und der ist Teil der Box. Die machen wir mal schnell auf hier. Okay, in dieser Box finden wir eine kleine weiße Box. Hier war mal das Telefon drin, darüber war die weiße Box. Und diese können wir hier auf der Rückseite aufmachen und hier befindet sich der sogenannte PIN. Einfach befreien hier. Alternativ könnt ihr, wie immer, natürlich die gute alte Büroklammer benutzen. So, und wenn ihr das Telefon jetzt so habt, findet ihr auf der Unterseite des Telefons den SIM-Kartenhalter. Und ein Teil des SIM-Kartenhalters ist ein kleines Loch hier und jetzt kommt die Spitze des Pins bzw. der Büroklammer ans Spiel. Aber Vorsicht Leute, bitte benutzt ihr das Loch des SIM-Kartenhalters, weil neben dem SIM-Kartenhalter gibt es noch ein weiteres Loch, das ist Mikrofon. Also bitte passt auf, nehmt das Loch des SIM-Kartenhalters. Okay, nehmt jetzt den Pin bzw. die Büroklammer, steckt in das Loch des SIM-Kartenhalters und drückt ein bisschen. Und der SIM-Kartenhalter, der kommt zum Vorschein. Bei diesem SIM-Kartenhalter habt ihr die Möglichkeit, zwei SIM-Karten einzusetzen. Eine ganz oben und optional noch eine zweite ganz unten. Was jetzt die erste SIM-Karte oder die zweite SIM-Karte ist, das wird hier immer in der Mitte beschrieben. Ne? Okay, wir fangen jetzt mal an mit der ersten SIM-Karte. So, die kommt hier bei SIM 1 natürlich. Schön festdrücken, ne, dass die gut hält. Und so sollte das Ganze dann aussehen. Es gibt eine fehlende Ecke beim SIM-Kartenhalter und die passt auch nur zur fehlenden Ecke der SIM-Karte. Und die Kontakte, seht ihr ja selber, die sind ganz oben. Wenn man jetzt möchte, könnte man auf der Rückseite des SIM-Kartenhalters noch eine zweite einsetzen. Das machen wir mal gleich mit hier. So, auch wieder schön festdrücken hier. Und so sollte es dann aussehen. Selbes Prinzip, ne? Auch wieder hier fehlende Ecke zu fehlende Ecke. Und die Kontakte, die zeigen wieder nach ganz oben. Ja, wenn ihr fertig seid, packt ihr euer Konstrukt wieder zurück ins Telefon. Dabei zeigt jetzt die erste SIM-Karte zum Display. Ja, schön zumachen und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Das ist eine riesen Unterstützung für meine Videos. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht mit ein paar Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, völlig bis zum nächsten Mal. Ciao.